Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rocket Birds. Ich bin euer Evil Bob und wir verstecken uns hier gerade im Lüftungsschacht im 6. Kapitel und wir versuchen vom Flughafen wegzukommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich würde sagen, wir rollen mal los. Oh, es regnet. Ui. Oh, was hab ich jetzt? Stimmt, weil es regnet. Kann man tatsächlich jemand lang? Und jetzt? Ach, ich gehe einfach mal da lang. Die können mich mal. Oh. Oh, Heilung, das ist super gut. Munition können wir auch noch gebrauchen. Das sind ja jetzt ein paar viele. Wie mache ich das denn jetzt? Kann ich hier was werfen? Ah. Yep. Jetzt. Yeah. Oh, verdammt. Was passiert jetzt? Oh, Mist. Ah, schnell. Nein. Bin ich jetzt... Nein. Was ist? Huha. Das war fast ein bisschen knapp. Gut, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ah. Nein. Ja, das habe ich jetzt etwas nicht ganz so gut geregelt. Dafür sind wir jetzt wieder voll geheilt. Ist auch gut. Spring einfach. Ja, super gut ins Bild reingerollt. Rollen wir uns mal an die Deckung ran. Oh, wir treffen den ja irgendwie. Ein Knopf. Brauchen wir irgendeine Chipkarte. Mal sehen, wo es die gibt. Komme ich jetzt etwa nicht da? Doch. Ich wollte schon sagen. Gibt's sogar. Ja. Legt euch nicht mit uns an. Also, mit. Chicken. Gott, wie viele kommen jetzt hier raus? Ah, jetzt ist gut, alles klar. Hardboiled Robbe. Weil wir uns gerobbt haben, oder was? Voll der einfallsreiche Name. Was mach ich denn jetzt? Das war ja fast klar. Was haben wir denn noch? Ja, jetzt bin ich auf ein... Was? Nein, doch. War ich jetzt wirklich so schnell tot? Gibt's doch gar nicht. Nehmt das... Haha. Heilung und rote Karte. Frag mich, wer die rote Karte da liegen lassen hat. Hui. Lalalalala. Ich mag ja die Knarre, aber gerade ist es doch irgendwie angenehmer, wenn man einfach nur gedrückt halten kann. So, jetzt müssten wir eigentlich schon hier verschwinden können. Jo. Obwohl, nach nicht ganz. Geht erstmal nach unten. Also ich kann irgendwie durchlaufen.
durchwerfen. Alles klar, irgendwie wissen wir irgendwie. Irgendwie durch den Rauch durch, ohne irgendwie angeraucht zu werden. Also ihr wisst schon, vergiftet. Ich schätze mal, es ist Gift. Yeah. Was soll man denn überhaupt machen? Nur die Kiste? Was bringt uns die Kiste denn? Können wir mal kurz testen, was passiert, wenn... wir hier durchrollen. Passiert da was? Ich glaube, wir sind ein bisschen vergiftet. Aber wir kommen da eh nicht hoch. Vielleicht macht das ja auch gar nichts mit uns. Okay. Moin. Nehmt das mit. Ja, nach da. Ach, Kisten schieben. Das ist wirklich eine Sache hier. Das sieht ja sehr lustig aus, wie das geschoben wird. Yeah. Ist ja, eigentlich ist es ja nicht mehr weit. Was immer das da für Rauch ist. Kletter, yeah. Vor allem mit einem Arm. Ich meine, gut. Ja, ist ja auch vor allem ganz schön schwer, denke ich mal. Ein echt dickes Chicken. Wo willst du denn was gesehen haben? Wir sind doch noch gar nicht draußen. Ja, das war ja mal genial. Ja, ich komm raus. Dank dir, Bruder. Aber an der Art, die da will jemand. Das sieht ja aus wie uns, also wie wir. Ich glaube, wir waren ganz schön lang gefangen oder machen gerade eine lange Pause. Hat er halt einfach mal gleich an seinen Achseln gerochen, nachdem er das gehört hat, weil er sich gleich mit seinem Safehouse so gut gefühlt hat. Das war ja jetzt voll die krasse, übelste Hintergrundgeschichten-Erläuterung zu unserem Hauptcharakter. Fand ich ja schon krass. Und irgendwie fühlen sich diese ganzen Zwischensequenzen immer so ein bisschen wie Droge an. Keine Ahnung. Diese Musik und komische Bilder, irgendwie ist schon komisch, leicht verstörend.
Übrigens, schönes Safehaus. Da sind wir ja bestimmt total safe. Da oben sind Granaten. Travis. Okay, Granaten. Wo ich einen Granatwerfer bevorzugen würde. Kann aber auch nichts aufheben ohne diese Musik, ne? Das ist physikalisch einfach gar nicht drin. Jetzt kann ich wohl so eine Granate da hinwerfen. Hui. Hallo. Sah so aus. Muss ich nach oben? Sieht fast so aus. Klappt nicht so ganz. Brainbug. Gut, was müssen wir jetzt machen? Wie die sich rumrollen. Das ist echt witzig. Da ist die Schrotflinte, die brauchen wir doch dann auf jeden Fall. Was muss ich denn jetzt überhaupt machen? Kann ich überhaupt was machen? Ich verstehe gerade nicht, was ich machen soll. Ist voll kompliziert. Voll das übste Rätsel. Wir sind jetzt auf jeden Fall ein Pinguin. Wir können auch einfach, ja. Nee, können wir nicht. Ich verstehe es nicht. War vermutlich einfach nur zum Testen der Granate. Alles klar, dann gehen wir mal hier lang und versuchen mal unseren Kumpels hier zu helfen. Yeah, let's rock. Wenn ich denn hier runterkomme wieder. Irgendwie nicht. Hä? Oh nein, der hat unsere Leute umgelegt. Wie komme ich denn? Ganz ehrlich, was zum Henker soll ich jetzt gerade machen? Oh, ich hab... Hab ich unendlich? Was soll ich hier machen? Ganz ehrlich, keine Ahnung. Der lässt mich da nicht runter. Ich kann ja... Okay, probieren wir es nochmal mit dem Brainbug. Super, nicht getroffen. Jetzt. Achso, können wir vielleicht mit dem... Gibt's da nicht. Wir können ja wirklich nur nach oben. Mir muss doch irgendetwas geben. Da ist eine Kiste. Muss ich da vielleicht dagegen schießen? Ich muss tatsächlich dagegen schießen. Wow, krass, ich bin so schlau. Yay. Und deswegen genieße ich jetzt die Aussicht und knall mich selber ab. Yeah. Okay, wupp und ab geht's. Und da ist ja das gute Stück. In der Tat. So. Huch, da war jemand. Achso. Verdammt. Und nun? Kann ich den Brainbug irgendwie dahin werfen? Ach, eigentlich nicht, oder? Das sieht komisch aus. Ah,
schwierig. Ach, Granate und bestimmt Explosionen bringt bestimmt die Kiste da uns entgegen. Krass, übelste Physik-Engine. Yeah. Jordas, ich bin so klug. K-L-U-K. Wow. Heilen. Yeah. Genau, das sehe ich auch so. Hui. Oh, sorry. Achso, die Tür ist zu? Ja. Jetzt habe ich gerade eine... gerade echt eine Granate zu mir selber hingeworfen. Ich bin ein Held. Nein. Yeah. Echt? Ich muss nur den roten Knopf drücken, mehr nicht. Oder doch? Nee, mehr nicht. Echt jetzt? Huh. Riecht sich echt gerne an den Achseln, so wie ich das sehe. Roof Access. Komm mal aufs Dach. So das Gefühl, wir müssen wieder nach rechts. Wo ist denn jetzt dieser... Achso. Vielleicht da... Nee. Ich weiß es gerade nicht. Nein, wir kommen immer noch nicht runter. Und die bekriegen sich dann noch endlos. Das ist ja völlig kompliziert hier. Gibt's ja gar nicht. Ich werf nochmal einen Brainbug. Oder auch nicht. Menschen, tue ich mich da nicht selber verwunden. Schauen wir nochmal. Yeah. Lololo. Miet. War das der Forscher? Nee. Also irgendwas müssen wir jetzt hier machen können. Ansonsten ergibt das alles keinen Sinn. Dass da irgendwo ein Forscher runtergekommen ist. Das war tatsächlich der hier. Ah. Wow, jetzt sind wir auch voll auf dem Dach. Guten Tag. Ah, das ist gut. Heilung. Die können wir gebrauchen. Okay, hier nach unten, bitte. Danke. Stell mich mal normal, unauffällig hin. Roof Access. Ah, warte. Wollte gerade sagen, da waren wir doch vor uns. Hui. Okay, das war's. Jetzt versuchen wir da mal noch hinzukommen, bevor wir uns selber umnieten. Also nicht uns selber, bevor uns ein Gegner umniedet, weil wir haben ja nicht mehr viel Leben, verdammter Mist. Come on. Besten Rollen. Gut, hier ist niemand. Ich wechsle mal zur Schrotflinte. Toilet doesn't flush. brauche ich Brainback? Bestimmt. Ja, vielleicht funktioniert das. Ja, yeah. Okay. Ach, das funktioniert so. Krasse Scheiße. Ist ja voll gar nicht umständlich gemacht. Ah, hier ist wirklich niemand, oder? Ist wirklich. Achso, jetzt seid ihr schon tot. Alles klar, das wäre ja fast noch knapp geworden. Hui, 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 hui. Und jetzt heißt Jetpaction wieder. Und wie es da weitergeht auf unseren schönen, vermutlich nicht radioaktiv verseuchten Raketenrucksack, seht ihr wieder in der nächsten Folge. Danke fürs Einschalten, euer Evil Bob. Yeah, Bro Fist, macht's gut.